ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das klingt nach einer reinen Zeitverschwendung. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. So, so. Ein Schildbruder. Bei Ismir, es ist wahr. Ein Hofnarr, komplett mit Kappe und Schelm. Im Norden, beim Loreius-Hof. Er zog einen Sarg auf einem Wagen mit einem kaputten Rad. Ich bin gespannt, wie er sich aus der Sache rauslachen will. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Na schön, aber wir behalten euch im Auge. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Lust auf ein Nord, da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Große Talos uns hochgeschätzt, denn in uns, in jedem von uns. Jarl Valgrov empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Bei Ismir, Irelit hatte recht. Was kann ich für euch tun? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Was kann ich für euch tun? Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich will
werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irileth, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Aber ich will nicht geduldig sein. Ich will mein Kleid jetzt sofort. Vater hat es mir versprochen. Den ganzen Tag nörgelt ihr wegen Sachen herum, die ihr gerne haben würdet. Ihr seid am verwöhntes Bein. Ich werde Vater sagen, dass ihr das gesagt habt. Der zieht euch das Fell über die Ohren. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Könnt ihr mir etwas über das Ödsturzhügelgrab erzählen? Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im Ödsturzhügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist Arbeit. Der Jarl hat zugestimmt, euch zurück nach Flusswald zu schicken. Ja, Huskarl, wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen, richtig? Ich kann niemanden mehr. Auf nach Flusswald.
gewarnt, neuer Geld zu zählen. Beljol, Hall. Eben.
Räder war ein Kun. Nein, Rava Ankun. Spinne. Helf mir, es loszuwerden! Helf mir! Haltet es von mir fern! Helf mir, es loszuwerden! Helf mir!
Es rot, Jalhal. Lila. Hilfe! Haltet es von mir fern! Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! Mich hier raus! Läuft. Lass mich nicht vom Arkreis wählen! Helft mir! Hilfe! Da war ein Kuhn. Vorsichtig.
Oh, das hasse ich. Mal gucken. Ah. Oh. Dreck. Toll. Berg-Jall-Hall. Thank you.
Geht doch. Gold, toll. Einen. Not again. Hassal.
El-Hasal. Nein! Oh. Ja, jetzt aber... Thank you.
Oh, ist schlecht. Erstmal. Belgial Hall. Belhas Hall. Belgial Hall. Gehen wir.